Willkommen bei Malen mit Kerstin, heute mit einem Weiherbild und Schwan. Wir beginnen damit, dass wir den Untergrund anfeuchten und legen dann gleich los mit einem goldenen Gelb. Wir haben ein 300 Gramm Aquarellpapier und uns mit Washi-Tape einen A5-Bereich abgeklebt. Die Farben sind aus dem Reisefarbkasten von Schminke und wir arbeiten hier mit einem mittleren Detailpinsel. Weil wir hier einen dunklen, schwarzen, ganz glatten Weiher vor uns haben, malen wir den Himmel und den Weiher in derselben Farbgebung, also der Himmel spiegelt sich wunderschön und ganz klar im Weiher. Wir nehmen jetzt in der Mitte ein Zinnoberrot dazu und schauen, dass gegen oben und gegen unten hin die Übergänge schön fließend sind. Was aber sicher kein Problem darstellt, weil der Untergrund feucht ist und das Verblenden wunderbar geht. Nachdem wir das Ganze trocknen lassen haben, machen wir weiter mit der entfernten Uferlinie. In Sepiabraun, intensivem Sepiabraun, also stark pigmentiert. Auch wieder mit dem mittleren Detailpinsel. Nun mischen wir uns ein bisschen von einem Ultramarinblau noch hinein und beginnen mit dem feinen Schriftenpinsel die Bäume zu malen. Wie immer bei mir malen wir die Bäume vom Zentrum aus, also wir beginnen beim Stamm, ziehen das Ganze nach oben in der Richtung, in der die Bäume auch wachsen und malen zum Schluss die vielen kleinen, feinen Äste im Baumkronenbereich. Rechts unterhalb von meinem Video seht ihr den neuen Button, wo man ein Mitglied werden kann. Also neben dem kostenfreien Abonnieren meines Kanals, womit ihr mich unterstützen könnt, dass ich noch viele Videos für euch machen kann, kann man jetzt auch ein Mitglied werden. Sobald man ein Mitglied wird, bekommt man sofort Zugriff auf 50 Echtzeitvideos mit genauen Erklärungen und Beschreibungen, mit einem genauen Aquarellbild, Aufbau und so weiter. Und jeden Monat bekommt man ein exklusives Video nur für Kanalmitglieder. Natürlich ist man auch Teil der Mitglieder-Community, wo man sich gut austauschen kann und Fragen zu den Techniken und den Bildern stellen kann. Also ich freue mich, wenn ihr mich als Mitglied weiterhin unterstützt und danke den Mitgliedern, die schon in meiner Mitglieder-Community sind und mich damit großzügig unterstützen. Euch ein herzliches, herzliches Dankeschön. Ihr seht bei meinen Bäumen nun, dass ich im Außenbereich ihr Sehnenäste nicht ganz genau male, sondern sie recht salopp ins Bild ziehe mit ein bisschen verdünnter Farbe. Und wenn die Bäume fertig sind, könnt ihr den Fanstippler nehmen und die Uferlinie nochmal nachziehen und ein bisschen dunkler machen und anschließend die Spiegelung der Bäume und der Uferlinie unten ins Wasser ziehen. Direkt im rechten Winkel zum vorher gemalten Wasser, also das haben wir, da haben wir das, den Pinsel quer gezogen. Jetzt ziehen wir den Pinsel zu uns her. Nun kommen wir auch schon zum Schwan, der aus einer Mischung aus Sepiabraun und Ultramarinblau gemalt ist. Wir beginnen beim Kopf und dem Schnabel.
malen den Schwan nicht ganz genau, sondern mehr dieses Urbild eines Schwans, wie wir es kennen, mit dem geschwungenen Hals und dem gemütlichen, runden Bauch- und Brustbereich. Wir deuten ein bisschen das Gefieder an und malen ein bisschen dunkler die Schattierung bzw. die Spiegelung des Schwans im Wasser. Wenn das Wasser so still vor uns liegt, dann spiegelt sich der Schwan ganz klar. Dieser Teich zeigt keine Wasserbewegung auf, nur dort, wo der Schwan schon vorbeigeschwommen ist, da entstehen kleine Wellen. Die malen wir jetzt auch in derselben Farbgebung wie den Schwan, einfach trocken auf trocken. Vor dem Schwan ist das Wasser ganz glatt, hinter dem Schwan entstehen kleine Wellen. Das habt ihr ganz bestimmt schon ganz oft live beobachtet, wenn Wasservögel über glatte Flächen schwimmen. Nun kommen wir schon bald zum Ende. Wir sind mit unserem Bild fast fertig. Jetzt malen wir noch kleine Glanzpunkte in der Auswaschtechnik, sodass das Wasser im Licht sich ein bisschen spiegelt, ein bisschen glitzert. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf ein nächstes Mal. Es gibt immer am Freitag von mir ein Technikvideo wie dieses hier mit dem Reisefarbkasten. Und immer am Montag bekommt ihr ein inspirierendes Video, was aus anderen Farben teilweise auch besteht, was teilweise auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her intensiver wird, aber einfach sonst sehr inspirierend sein kann. Ihr könnt es ja auch einfach genießen, es ist da eine Musik dabei. Ich freue mich, wenn ihr hineinschaut. Bis bald. Tschüss.